An Christi Himmelfahrt feiern die Brandenburger Herrentag. Fliedergeschmückte Fahrzeuge befördern feierlaunige Ausflügler. Beliebtes Ausflugsziel ist immer wieder der Pollo, die Museumsbahn des Prignitzer Kleinbahnmuseums Lindenberg e.V. Da wird der alte Trabi herausgeputzt und notfalls auch mit saisonuntypischen Accessoires geschmückt. Gast war dieses Jahr die 99-46-33 der Rügenschen Bäderbahn, die 1925 bei Vulkan in Stettin gebaut wurde. Die D-gekuppelte Heißdampflok ist mit ihren 235 PS für die flache Strecke und die kurzen Züge eigentlich überdimensioniert und hier auch nicht authentisch, macht sich aber auch in dieser Landschaft ausgesprochen gut. Pause in Lindenberg nutzen die meisten Fahrgäste für einen Besuch des Kleinbahnmuseums. Nur die unentwegten Fans und Fotofreunde nutzen die Gelegenheit zur Besichtigung und Ablichtung des Zuges. Betrieblich nicht ganz korrekt ist das fahrzeigende Einfahrsignal während der Ausfahrt des Zuges. Durch weite Felder geht es zurück nach Mesendorf. Am Tüchener Weg zeigt sich zum ersten Mal die Sonne. Raps steht in diesen Tagen in voller Blüte. Die Strecke säumt er jedoch nur zwischen Klenzenhof und Mesendorf, wo die parallel laufende und vielbefahrene Bundesstraße 107 akustisch leider recht präsent ist. Am Freitag gab es wie jedes Jahr wieder Güterzugdampf für Film- und Fotofreunde. Ich erwartete den ersten Zug am Tüchener Weg.
Nach kurzem Halt in Brünkendorf geht es auch schon weiter. Über die frisch gemähte Wiese geht der Blick auf den in Lindenberg einfahrenden Zug. Umfangreiches Rangieren schließt sich an. Schließlich will man den zahlenden Teilnehmern stets andere Zugzusammenstellung bieten. Am Bahnübergang in Wettin kann es erst weitergehen, wenn die Straße gesichert ist. Und erst wenn der Sicherungsposten Felix wieder an Bord ist, kann der Regler richtig geöffnet werden. In Brünkendorf wird auch wieder rangiert. Der O-Wagen, an dem Zugführer Lutz schon wartet, muss auch noch mit.
Raps und Dampfzug geben ein prächtiges Bild. Nur die Sonne versteckte sich mal wieder. Hinter Klenzenhof geht es erst einmal durch den Wald. Kleiner Feldwegübergang vor Fettin gibt auch eine schöne Kulisse ab. Die Rangierarbeiten fanden diesmal weitgehend ohne mich statt, weil ich eine längere Wanderung in den Wald bei Brünkendorf auf dem Plan hatte. Und da kommt auch schon die Bimmelbahn. Ich kam gerade noch rechtzeitig, um erneute Rangierarbeiten in Brünkendorf zu dokumentieren. Pralle Sonne und neue Telegrafenmasten dann bei dieser Standardszene. Wunderschöner Kleinbahntraum am Tüchener Weg. Nachdem das Einfahrsignal endlich gezogen ist, gibt der Lokführer ordentlich Stoff. In Brünkendorf wollte der Fahrer eines schönen Wartburg 311 offenbar einen Fahrgast abholen.
Nach getaner Arbeit sehen Lokführer und Heizerin etwas mitgenommen aus. Bei wechselhaftem Wetter waren am Sonnabend und Sonntag dann wieder öffentliche Personenzüge unterwegs. Stettin war einst Abzweigbahnhof. Hier ging es bis zum Abbau der Strecke rechts nach Kyritz. Nur ein kurzes Stück ohne Leitplanke gibt es an der B107. Und diesmal sogar ohne Autoverkehr. Bei Kilometer 0,5 blüht es rechts und links des Gleises kräftig. Kurz vor Brünkendorf quert die Trasse den Zederbach. Der kleine Durchlass wird von Eisenbahnfreunden gern spöttisch zum Viadukt erhoben. Höchst attraktiv sind sie. Die zahlreich neu errichteten Telegrafenmasten an der Strecke. Der schöne Teich vor Lindenberg ist leider mittlerweile fast ganz zugewachsen. Dafür dürfen wir hier noch einmal einen PMG ohne den als Badewanne verspotteten Aussichtswagen erleben. Im schönen Morgenlicht kommt die Lok daher.
Während der Zug auf Ausfahrt wartet, sind noch Arbeiten am Signal zu erledigen. Danke schön. Danke, meine Damen.